zusammen, herzlich willkommen zu einem Neuzugänge-Video. Ich habe 6, 7 Bücher für euch, glaube ich. Und ich fange direkt mal mit dem ersten an, was ihr schon kennt, falls ihr meinen Reelsong gesehen habt. Und das ist von Walter Mörs, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Und falls ihr meinen Reelsong noch nicht gelesen habt, den habe ich zusammen mit der Mona gemacht. Ist alles unten verlinkt, also schaut gerne mal vorbei. Und dieses Buch hat von mir 5 Sterne bekommen, es war absolut grandios. Ich werde es demnächst für euch rezensieren und euch ein bisschen genaueres dazu erzählen. Aber Walter Mörs ist jetzt definitiv in meiner Prio-Liste nach oben gewandert, welche Autoren ich komplett lesen muss. Alle Bücher, alles was es gibt, weil es einfach absolut genial war. Jetzt kommen 3 englische Bücher und das erste ist Ready Player One. Und dieses Buch wurde ja so übelst gehypt auf den englischsprachigen Booktube-Kanälen in den letzten Monaten, Jahren, keine Ahnung. Gefühlt ist es schon ewig, schwirrt es so rum. Und jetzt konnte ich einfach nicht mehr dran vorbeigehen, weil die Geschichte sich auch echt genial anhört. Ich meine, es geht um ein Spiel, was irgendwie was man so im Internet spielen kann und wo die Leute so eine Art zweite Realität leben. Und der Erschaffer, Kreator, das ist kein Wort. Also der Mensch, der dieses Spiel kreiert hat, der hat irgendwie so eine Art goldenes Ticket in dem Spiel versteckt und jetzt können sich alle aufmachen und versuchen das zu finden und irgendwie bricht Krieg aus, keine Ahnung. Es soll auf jeden Fall super spannend sein und hier vorne steht drauf, es ist so eine Mischung aus der Matrix und Willy Wonka, hier von Schokoladenfabrik da, ne? Ihr wisst schon. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ich denke, dass ich es sehr bald lesen werde, weil ich einfach super neugierig auf diese Geschichte bin. Ist übrigens, glaube ich, ein Einzelband. Dann haben wir ein, ich weiß nicht, wieso ich gerade so komisch geklatscht habe. Dann haben wir ein Sachbuch, Selbsthilfebuch, sowas in der Art. Und zwar ist das Lean In von Sheryl Sandberg. Und auch dieses Buch geistert schon sehr lange irgendwie so in den sozialen Medien rum, habe ich das Gefühl, und wird immer sehr gelobt. Gerade für Frauen, also es geht, glaube ich, um Frauen in der Arbeitswelt oder so. Und aus irgendeinem Grund hat mich das schon von Anfang an angesprochen. Mich hat nur immer dieses Cover abgeschreckt, weil ich es unfassbar hässlich finde. Aber ich habe es jetzt mal mitgenommen und ich bin schon sehr gespannt darauf. Als nächstes haben wir einen Klassiker. Und zwar ist das 1984 von George Orwell. Ich habe dieses Buch noch nie gelesen. Wir haben irgendwie mal, als ich Abi gemacht habe, haben wir im Englisch-LK Brave New World gelesen von Aldous Huxley. Und in dem Zusammenhang haben wir mal einen Ausschnitt, so ein Kapitel oder so, aus 1984 gelesen. Und das hat mir echt gut gefallen. Und man hört ja immer öfter, dass ganz viele Dinge aus diesem Buch wahr geworden sind. Oder ja, dass es halt nicht mehr so fernab von der Realität ist, wie es vielleicht mal war, als es geschrieben wurde. Deswegen interessiert es mich schon, das Buch mal zu lesen. Und jetzt war es halt mal soweit, jetzt habe ich es mitgenommen. Ich finde auch das Cover eigentlich ganz cool, nur das Format ist ein bisschen blöd, ist halt sehr klein. Ja. Jetzt kommen wir zu 3 Büchern, die auf Deutsch sind. 2 davon sind sogar von deutschen Autoren. Das erste, was ich euch jetzt zeige, aber nicht. Ich glaube, sie ist Australierin. Und zwar ist das Das geheime Spiel von Kate Morton. Ich habe von Kate Morton Der verborgene Garten gelesen, fand es total genial und wollte mehr von ihr lesen. Und ich meine, dass das hier das erste Buch ist, was von ihr veröffentlicht wurde. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich gehe davon aus, es hat wieder was mit Familien, Generationen, Geschichten und Liebe und Tragödien und Spannung und ja, also was zu tun. Und ich freue mich schon drauf. Dann möchte ich nochmal auf meinen Readathon verweisen. Dort habe ich nämlich einen Krimi gelesen und zwar hieß das Der Ostfriesenkiller von Klaus-Peter Wolf. Ich sage übrigens immer Der Ostfriesenkiller, obwohl es eigentlich nur Ostfriesenkiller ist, aber das hört sich immer so komisch an, so im Satz, egal. Jedenfalls war ich sehr begeistert davon und wollte mehr aus dieser Reihe lesen und habe mir deswegen den zweiten Teil geholt. Und zwar heißt der Ostfriesenblut und ist logischerweise auch von Klaus-Peter Wolf. Auch hier weiß ich nicht, worum es geht. Es ist wieder ein Krimi, der an der Nordseeküste spielt, ist mit der gleichen Kommissarin, Ann-Kathrin Klaasen. Und ich fand es zur Abwechslung echt mal cool, einen Krimi zu lesen, der in Deutschland spielt, weil ich normalerweise eher so Skandinavien-Krimis lese. Von daher freue ich mich schon sehr auf den zweiten Teil. Wobei ich ja den ersten Teil jetzt gerade erst gelesen habe. Deswegen wird das wahrscheinlich erstmal noch eine Weile ungelesen im Regal stehen. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Und das letzte Buch ist das, worüber ich mich wahrscheinlich am meisten freue. Und ich finde, es ist einfach wunderschön. Und seit dieser Autor auf Twitter getweetet hat, dass er den ersten Teil dieser Reihe geschrieben hat und dass er bald veröffentlicht wird, freue ich mich darauf, es zu lesen. Ich wollte aber warten, bis alle Teile veröffentlicht sind.
Okay, ich zeige euch jetzt einfach, worum es geht. Und zwar ist es Die Seiten der Welt von Kai Meier. Es ist noch eingeschweißt und ich habe da so ein Licht an und ich hoffe, das reflektiert jetzt nicht allzu sehr. Ich habe diese wunderschöne gebundene Ausgabe und ich bin so glücklich. Ich weiß nicht, worum es geht, weil irgendwie wollte ich das nicht wissen. Ich dachte mir, ich lasse mich am besten überraschen. Ich habe von Kai Meier eine Trilogie gelesen und auch diese nur einmal, aber trotzdem hat das irgendwie geschafft, dass das jetzt eine meiner Lieblingstrilogien ist und deswegen wollte ich unbedingt mehr von ihm lesen. Und ja, die Bücher sind einfach so schön, dass ich dachte, ich muss die lesen. Ich habe jetzt nur den ersten Teil, ich werde mir den zweiten und dritten dann so nach und nach kaufen. Die waren mir einfach zu teuer, als dass ich es übers Herz gebracht hätte, alle drei gleichzeitig zu kaufen. Ja, deswegen wird das nach und nach kommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Buch dann erstmal ungelesen lasse, bis ich alle Teile habe. Mal schauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf. Und das ist absolut das wunderschönste Buch, was ich in diesem Neuzugänge-Video für euch habe. Das hier sind also alle 7 Bücher, die bei mir neu ins Regal gewandert sind in der letzten Zeit. Und ich freue mich über all diese Bücher tierisch. Und ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren sagen, welche davon euch am meisten interessieren, was jetzt Rezensionen angeht, weil dann würden die auf meinem TBR so ein bisschen nach oben wandern, dass ich die demnächst lese und für euch rezensiere und ich halte und umarme jetzt einfach meine Bücher noch ein bisschen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr freut euch genauso über die Bücher wie ich. Und ich werde nochmal meinen Readathon unten verlinken, weil ich den jetzt so oft in diesem Video erwähnt habe und auch Monas Readathon-Video und ihren Kanal nochmal. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!